Hören Sie nur, wie schön generös die Herren Augsburger sind. Ich bin noch in keinem Ort mit so vielen Ehrenbezeugungen überhäuft worden wie hier. Mein erster Gang war zum Herrn Stein. Obwohl ich gebeten habe, still zu halten, wer ich sei, so war doch der junge Herr von Langenmantel so unvorsichtig und sagte zum Herrn Stein: Hier habe ich die Ehre, Ihnen einen Virtuosen auf dem Klavier aufzuführen, und schmutzte dazu. Ich protestierte gleich und sagte, ich wäre nur ein unwürdiger Scholar von Herrn Siegel in München. Er sagte, nein, mit dem Kopf, und endlich sollte ich wohl die Ehre haben, den Herrn Mozart vor meiner zu haben. Ach, oh nein! Sprach ich. Ich nenne mich Trazon. Ich bin schon dreimal in Italien gewesen, habe drei Opern geschrieben, bin Mitglied der Akademie in Bologna, habe müssen eine Probe ausstehen, wo viele Maestri 4 bis 5 Stunden gearbeitet und geschwitzt haben. Ich habe es in einer Stunde verfertigt. Das mag zur Zeugnis dienen, dass ich imstande bin, einem jeden Hof zu dienen. Mein einziger Wunsch ist aber, euer kurfürstlichen Durchlaucht zu dienen, der selbst ein großer... Ja, mein Kind! Es ist keine Vakatur da. Mir ist leid, wenn eine Vakatur nur da wäre. Ich versichere euer Durchleuchten, ich würde München gewiss Ehre machen. Ja, das nutzt alles nichts. Es ist keine Vakatur da. Dies sagte er bereits gehend. Nun empfahl ich mich zu höchsten Gnaden. Herr Woschitka riet mir, ich sollte mich öfters beim Kurfürsten sehen lassen. Intendant Graf Savioli gehen müssen, um mein Präsent abzuholen. Es war so, wie ich es mir eingebildet habe. Nichts in Geld. Eine schöne, goldene Uhr. Mir wären aber jetzt 10 Karolinen lieber gewesen als die Uhr, welche man mit Ketten und Devisen auf 20 Karolinen schätzt. Auf der Reise braucht man Geld. Nun habe ich mit der Erlaubnis 5 Uhren. Ich habe auch kräftig im Senior an jeder Hosen noch ein Uhrtaschen machen lassen. Und wenn ich zu einem großen Herrn komme, beide Uhren zu tragen, wie es jetzt ohnehin Mode ist, damit nur keinem mehr einfällt, mir noch eine Uhr zu schenken.
sollte ich heute noch machen einen, obwohl ich in 14 Tagen gehe nach Paris. Wenn Sie mir also wollen antworten aus der Stadt Augsburg, dorten, so schreiben Sie mir bald, damit ich den Brief erhalte. Sonst etwa, wenn ich schon bin weg, erhalte ich statt einem Brief einen Dreck. Dreck. Oh, Dreck. Oh, süßes Wort. Dreck. Schmeck. Auch schön. Dreck. Schmeck. Dreck. Leck. Oh, charmant. Dreck, leck. Das freut mich. Dreck, schmeck und leck. Schmeck, Dreck und leck. Dreck, Dreck und schmeck und leck und schmeck und Dreck, schmeck, leck. Nun, ich wollte wünschen, ich wäre bei Ihnen, damit ich mit Ihnen recht herumspringen könnte. Eure königliche Hoheit, ich bin so kühn. In aller Ehrfurcht zu bitten, bei seiner Majestät den Könige die gnädigste Fürsprache in Betreff meiner untertänigsten Bitte an allerhöchste Selbung zu führen. Eifer nach Ruhm, Liebe zur Tätigkeit und Überzeugung meiner Kenntnisse heißen es mich wagen, alles spornt mich an, um eine zweite Kapellmeisterstelle zu bitten. Besonders da der sehr geschickte Kapellmeister Salieri sich nie dem Kirchenstil gewidmet hat, ich aber von Jugend auf mir diesen Stil ganz eigen gemacht habe. Der wenige Ruhm, den mir die Welt meines Spiels wegen auf dem Pianoforte gegeben, ermuntert mich auch, um die Gnade zu bitten, mir die königliche Familie zum musikalischen Unterricht allergnädigst anzuvertrauen. Ihr untertänigster Diener, Wolfgang Amadeus Mozart.